Wenn die Andruckrollen abgenutzt, stark verschmutzt oder wegen des Alters hart geworden sind, dann solltest du die Rollen tauschen. Der Plotter transportiert sonst die Folie nicht mehr vernünftig, was zum Beispiel zu Schlupf führt und der gerade Auslauf der Folie schlecht ist. Die Rollen sollten immer alle gleichzeitig getauscht werden. Bevor ihr anfangt, legt eine Folie oder ein Blatt in den Plotter, damit euch der Sprengring nicht ins Gerät fällt und dort Schaden anrichtet. Steckt einen kleinen Schraubenzieher in die Aussparung des Sprengrings und dreht vorsichtig, bis der Ring sich löst. Anschließend zieht ihr die Achse heraus. Jetzt könnt ihr die neue Rolle einbauen und den Sprengring wieder auf die Achse stecken. Links zu den Andruckrollen unserer Hersteller findet ihr in der Beschreibung.